Hey, Schorsch, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Und ja, heute gehen wir in den super dunklen Todestunnel mit der noch creepigeren Musik. Hey, Teufel, Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Das ist ein Pipi, get over it. Bist hier, um Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Nee, eigentlich bin ich hier because Quest. Okano, warum hast du mich ver... Wow. Du hast dein Fuka... Fuck you, woman. Ich bin eine Exorzistin, die Geister hier schiften Unruhe. Deswegen lassen wir Leute... Ach! Totally forgot about your ass. Gorf! Natürlich! Ich hab Gorf total vergessen. Hallo, Smurf! Was machst du denn hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, der Kampf wird sich anders aussehen. Oh shit, soll das eine Drohung sein? Soll das eine Drohung sein, Punk? Oh, that was a big mistake. Level 25. Alter, für dich benutze ich auch nur Donnerschock. Einfach nur... Einfach, um es einwirken zu lassen. Windstoß. Alter, du hast ein dickes Hühnchen. Du schickst gegen mich... Katschuppi! Wie schaffst du das zu verkacken? Das ist Donnerschock. Wie schaffst du das? Wow, Katschumi, du bist in so vielen Punkten im Vorteil. What are you doing? Ein Owei. Oh, da habe ich den... Da habe ich jemanden genau für den Job. Ein Albtraum in Eiform. Los, Zunder. Mach, wofür du geboren wurdest. Dinge anzünden. Starkato? Ach ja, da war ja was. Burn. Das ist mal ein Ei gewesen. Garados. Würde ich ja am liebsten Katschuppi reinsetzen, aber ich glaube, Katschuppi überlebt so einen Angriff nicht. Das übernimmt jetzt also die Queen. Level 22. Oh, Howard. Ich habe Gobble reingeschickt. Ups. Das war nicht Teil meines Plans. Aber Gobble... Es ist immer noch Teil Wasser, also... Es ist immer noch... Nicht effektiv, okay. Ah, Flashback! Okay, Gobble. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich tatsächlich trotzdem an dich glaube. Wieso ist das nicht effektiv? Wegen dem Lufttypen? Drachenwut. Eine Attacke, die so cool klingt. Und im Grunde Jack Shit bringt. Oh Mann, immer 40 Damage. Exactly 40 Damage. Gobble, ich bin einmal in meinem Leben stolz auf dich. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Kadabra. Okay, das könnte ein Problem werden. Sui hat nicht so eine gute Spezial. Ach, Zunder, ich glaube an dich. Möchtest du einen Löffel kaufen? Das Ding ist Level 20. You cannot teleport, immer noch nicht. Alter, Gorf, du hast dem Vieh immer noch nichts anderes beigebracht außer Teleport? Really? Das Ding will mir einen Löffel andrehen. Und doch, es kann Konfusion... Warum hast du dann zweimal versucht, abzuhauen? Oh nein, Zunder. Tu mir das nicht an. Das war vielleicht ein Fehler. Zunder might die. Ja, okay. Zunder killt sich selber. Ich krieg einen Anfall. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Katschuppi. Would you kindly. Wenigstens einer, der schneller ist. Und... Warum willst du hier unbedingt weg, Junge? Warum willst du unbedingt weglaufen? Glutexo. Ach. Du bist es nicht wert, der Queen zu begegnen. Hier, hab Sui. Das sind immer, da hätte immer noch Heuler. Hier, hab einen Stein. Alter, Gorf. Das üben wir nochmal. Gorf, das üben wir nochmal. Hätte Konfusion nicht verwirrt, wäre das gar nicht so, wäre das überhaupt nicht so schlimm gewesen. Perfekt.
Was für ein Low-Sound. Ist der Sound zu leise? Ich meine, gerade wegen sowas hier, ne? Ja, selbst ein Pokédex-Kumpel, da kürzlich einen Tragossuk erfangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, an diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Aber ja, viel zu tun, ich muss weiter. Bis später. Ich komme mit, ich muss, ja. Halbes Team tot und so, ne, you know. Von Psychotown zu Psychotown, because why not? So, einmal wieder fit machen alle. Bilbo, Bilbo ist jetzt fit. Ach so, ja, der Sound. Ja gut, der Sound, den... Ah, cool. Ich werde nicht nur im Spiel von dem Nebula-Keim gesucht, sondern auch hier. Oh, that's fucked up. This is my life in a nutshell. Jesu, I need to train my Pokémans. Ich kann jetzt nicht auf einen fliegenden Geist achten. I need to be the Pokémon Master. I can't do everything. Okay, ich kann den Geist dort nicht identifizieren. Dann bin ich das Silph-Score, um sie zu erkennen. That's well. Cool. Und schon sind wir in einer Welt voller Psychopathen. Ist Tragosso nicht eigentlich super selten? Jetzt just mal nur mal so blöd gefragt. Ist Tragosso nicht eigentlich mega selten? Alter. Ich meine, ich dachte, hier spawnen immer nur fucking, ne? Immer nur Nebulax. Und Nebulax only. Aber ein Tragosso hätte ich gerne. Einfach nur, um es zu haben. Of course, jetzt Knogger, aber ich hab schon. Mir kommen Boden-Pokémon aus dem Butt, deswegen kann ich nicht noch einen Boden. Tragosso, einsam! Okay, this is fucked up, Game. Tragosso, lonely, ist Mr. Lonely. Er wohl trägt immer eine Schädelmaske. Niemand hat bisher sein wahres Gesicht gesehen. Es gibt auch nur einen Namen für so jemanden. Nenn's doch gleich Aiken. Guter Punkt. Aiken. He's so lonely. He has nobody. Oh, I'm out. Ich meine, ja, ich wollte gerade sagen. Well, my life is a problem. Dead Sprite, es sieht einfach nur aus wie eine Wolke. Es sieht so aus wie der. Ja, ne? Shadow Gaming, danke für den Sub! Katschupi, bitte. Ein Punkt mit dem Paintbrush mit Augen und Zähnen. Nachtnebel. Well, that's a dead Nebula. That's a dead Katschupi. Den kann ich da reinschicken, ohne dass er drauf geht. Ach, Zunder, trau ich mal. So. So. Nani? CH. CH. Oh, das ist mir was runtergefallen. Wieso? Was zur Hölle ist hier kaputt? Gas. Gas, gas, gas. I wanna step on the gas. Ich bemerke vor so einen Tiefschlaf. Ich benenn's ja schon nach dir. Das war eigentlich nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Ich habe deinen Plan durchschaut. Nein, das war's nicht. Ich habe deinen Plan durchschaut und er hat funktioniert. Ach ja, Katschupi ist tot, da war ja was. Das war's echt nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie du Nebula quälst. And now I got my Nebulukuk. Buh! Ich find's geil, dass in diesem Tower, wo eigentlich eine Ruhestätte ist, nur Psychopathen rumrennen. Hier ist ein Besessener. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Das sind alles erwachsene Regans. Die sind
gerade von Pazuzu besessen. Und offenbar ist Nebulak gut brennbar. If you don't know what I mean, watch the Exorcist. Kommt, Zunder. Ja, gutes Zunder. Schlecker. Das ist eine tote Marke. Setzhammer! Jesus Christ! Merkwürdigste Pokémon-Folge hier bislang. Na komm, Zunder. Gutes Zunder. Oh yeah. Oh, ich wurde erlöst. Nee, du hast immer noch einen an der Flöte. Das möchte ich nur mal so betonen. Ich habe aber auch gerade keinen Bock zurückzulaufen. Deswegen werden sie mit leben müssen. Geil, nur Soziopathen hier oben. Und alle haben sie nur einen Nebulak. Wieso habt ihr eigentlich alle nur einen Nebulak? Kaputt. Oh scheiße, das ist... Oh fuck. Ja. Pat hat hier überhaupt nichts zu sagen. Kann Sui hier was rocken? Rocken. Glaub ja nicht so sehr. Er nimmt auf jeden Fall keinen Schaden. Ich bin paralysiert, really? Paralysiert, unverwirrt. Ging da... Sag mal. Ist es, hat es keine Wirkung? Ich meine, es würde Sinn machen, aber... Es geht mir trotzdem auf den Sack. Ist ein Fall für die Queen. Sag mal. Haben wir es jetzt mal? Du Nervenbatzen. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Nachtnebel, ja, das tut sogar weh. Es ist, was ich diese Season an Animes gucke. Also, jetzt aktuell gerade kein. Aber, ich kann dazwischen den Folgen mal drauf eingehen, sonst. Weil das wäre ein etwas längeres Thema. Oh, was mach ich hier? Freue ich mich auf, fucking Psycho. Ich geh mal, ne? Ich möchte. Mein halbes Team ist paralysiert oder tot. Und daher. Ich geh mal kurz, ja? Most unlucky Pokémon player ever. Es ist eine dieser Sachen, warum man mich fragt immer, warum spielst du Pokémon nicht competitive? Because I'm most lucky and unlucky Pokémon fuckhead ever. Oh, Eurobeat kann ich eine Menge vorschlagen. Das würde aber noch länger dauern. Ich hab das einfach als Playlist und es funktioniert. So, ich würde mal sagen, gebt einfach mal Eurobeat bei YouTube ein und es funktioniert. Weil meistens hast du denn solche Eurobeat-Mixes, also solche langen Mixtapes, sag ich mal, wo du einfach durchhören kannst und dann steht in der Beschreibung meistens eine Playlist, was für Lieder das sind. So finde ich die meisten Songs immer. Einmal zwei halbe Horn. Oh, ein Nebulak, wer hätte das gedacht? Dafür, dass das Ding einiges unter meinen Leveln ist, geht es mir mit seinem Scheiß ziemlich auf den Keks. Das Problem ist, ich bin wirklich am überlegen, ob ich einen Nebulak in meinem Team nehme. Weil Nebulak könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Zumal Nebulak, so wie ich das jetzt mir richtig in meinem Kopf denke, fast schon mit einer Hand diesen gesamten Karate-Dungeon machen könnte.
Sprich, gegen Sabrina wäre das auch noch ziemlich praktisch. Und by the way, kann dieses Viech mal aufhören, mir auf den Keks zu gehen? Meine Güte! Das ist ja nicht mehr feierlich! Konfusstreich, schieb's dir sonst wohin und verbrenn! Komm an, gutes Glut, gutes Zunder. Gutes Glut, ist gut, gut. Nee, das Evoli habe ich absichtlich zurückgelassen. Ich brauche es einfach nicht. Ich wüsste nicht, was ich daraus machen soll. Es würde dann einfach nur auf meiner Bank rumgammeln. Oh, hey, Tragosso. Long time no see. Hey, Aiken. Hey, Mr. Lonely. Wie kann ich nochmal reinjagen? Gobble, komm. Das ist ein Fall für Gobble. Gobble macht richtig. Gobble macht richtig, okay? Gobble hat richtig gemacht. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das nachher wird, wenn Gobble sich nochmal entwickelt. Guter Punkt. Nebulak hat keine Hände. Das hätte ich eigentlich mehr besser bedenken müssen. Shit. 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 Das war mein Problem. So. Guck mal, Nebulak, wer hätte das denn gedacht? Zunder ist ja echt nicht die beste Wahl, ich merke das schon. Zunder kriegt hier nämlich echt hart auf den Deckel und kann nicht so viel austeilen gegen die Biester. Ja, und das ist der Punkt, wo ich zusehe, dass ich die Beine in die Hand nehme. Um genau zu sein, die Pfoten. Lass ich Kachupi machen. Ja, hallo! Haben wir es jetzt? Okay, Kachupi ist mir eigentlich egal, von daher. Mein Kachupi ist aktuell auf Platz 1 der zu auswechselnden Liste. Was irgendwo peinlich ist. Weil, Dings werde ich behalten. So viel ist man sicher. Also Zunder behalte ich. Gobble behalte ich, weil es ist ein Pflanzen-Pokémon. Sorry, aber wir brauchen leider ein Pflanzen-Pokémon und seine Werte sind in dem Punkt leider annehmbar. Es ist Gobble. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich dieses Vieh mag oder so. Okay, das war... Ja. Paralysiert und Crit. Kachupi will auf einmal arbeiten. Ich merke schon. Während das Nebulak weiter an ihm rumleckt. Thunderstruck! Ich möchte so ja eigentlich behalten. Er macht eigentlich als Tank einen guten Job. Er ist ein guter Panzer. Seine Tankfahrt, seine... Ich meine, und ich kann hier in die Luft hängen, wenn es mal erschrecken wird. Meine, das ist so eine Sache. Lass mich in Ruhe. Du sprichst mich an. Du sprichst mich an und möchtest dich in Ruhe gelassen werden. Oh boy. Och Gott, du hast einen Nebulak. Wer hätte das denn gedacht? Nebu. Kafufu. Kafufufufufufu. Oh, fuck you. Scheiß Nebulak, okay. Ja, wie gesagt, Gobble, die Queen und Sui möchte ich eigentlich behalten. Patte ist mir auch irgendwie ans Herz gewachsen, aber Kachupi kennt ehrlich gesagt fuck right off. Weiß auch nicht, Suki ist irgendwie weniger hilfreich. Sui ist da. Böse gesagt, Sui ist Platz 2 der zu wechseln Liste. So böse das auch klingt. Aber Kachupi ist 1. So viel ist mal sicher. Kachupi can fuck right off. Die Queen ist am ganz unten, was hier die Ersetzliste angeht. Die Queen wird niemals ersetzt. Nichts und niemand könnte unsere Queen ersetzen. Na, lass mich raten, ich bin voll. Nee, OKP Plus! Let me talk about all about how KP Plus, our Queen got even bigger. Alles für die Queen. Die Queen ist mittlerweile. Hey guys, nein! Okay, du bist nicht besessen, du hast einfach nur einen an der Flöte. Und lass mich raten. Du hast Nebulak. Oh shit boy. Oh shit boy, er hat einen Nebulak.
Alter, er hat einen fucking Nebula. Okay, this is fucked up. Wie wär's, wenn du das mal nicht machst? Wie wär's, wenn du das sein lässt, ja? Wie wär's, wenn ich nicht die Queen für solchen Jobs rufen müsste? Wie wär's damit? How about you fuck right off? Gute Queen. Was erwarte ich? Die Queen macht das. Die Queen regelt. Du kannst mich nicht zweimal verwirren. Und schon ist die Queen raus. Never fail. Never surrender. Die Queen unschlagbar. Gobble? Ich weiß auch nicht. Hat sich irgendwie hier reingekauft. Das ist ganz merkwürdig. Ich guck mal kurz, ob da oben noch was ist. Aber hier ist... Okay, noch ein Dragosso. Nee, ist okay. Ein Dragosso. Das ist halt ein Dragosso, ist das. Gobble, übernimm du das mal. Das ist basically gratis Erfahrung für dich. Rasierblatt! Kapulf. Volltreffer. Wir haben Aiken schon, also von daher. Und so sehr ich ja Dragosso eigentlich mag, aber wir brauchen nicht noch einen Bodentypen. Wir haben jetzt schon zwei. Und zwei Gifttypen, also. Unser Team ist generell sehr merkwürdig. Das ist eine Bande Weirdos. Ich geb keinen Korn. Lass mich raten, du hast einen Nebulak. Richtig. Lass mich raten, du hast einen Nebulak. Ja, Nebulak. Hättet ihr damit gerechnet, dass sie einen Nebulak hat? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie einen Nebulak hat. Okay, Zunder kann weitermachen. Sehr schön, es brennt. Ah, Nachtnebel war immer ein Viertel, also... Immer ein Viertel vom Ganzen, ich hab schon begriffen. Los, Gobble. Erlege. Achso. Aber Volltreffer. Oh Mann. Ja, ein Albtraum. Hahaha, geschützten Bereich betreten. Zwei Pokémon wurden geheilt. Alle. Sogar Zunder, okay. Sogar Zunder geht's wieder gut, das ist schön. Zombies! Zombies! Wie kann das sein? Pokémon Zombies! Pokémon Survive! Oh no! Konami rises again! Oh Mann, Zunder! Was muss ich denn mit dir machen? Muss ich jetzt mit dir zum Tierarzt, damit du mit sowas aufhörst, oder was? Mann, Zunder! Nirgendwo kann ich mit dir hingehen. Du musst es immer die Queen übernehmen. Es gab da echt Pokémon-Zombies im Manga. Okay, im Manga wundert es mich gar nicht. Der Manga war fucked up. Wird einfach mal ein Arbok in der Mitte durchgeschnitten und alles. Der Manga war fucked up. Bodycheck. Ich habe Risikotackle. Aber es ist besser als Biss, denke ich mal. Na, fuck it. Zunder ist ein bisschen selbstzerstörerisch. Risikotackle und Bodycheck. Was? Doch keine Zombies? Natürlich war der Manga besser als der Anime. Den Anime haben wir damals nur gemocht, weil wir es als Kinder nicht besser kannten. Aber seien wir mal ehrlich. Lass mich raten, du hast einen Nebulak. Seien wir ehrlich. Ash? Ash Catch. Oh, hat noch. Oh shit, komm mir bloß nicht zu nah. Ich meine, wir konnten den Jungen mit keiner Aufgabe betreuen. Ne? Also, das seien wir mal ganz ehrlich. Wir konnten ihn mit keiner Aufgabe betreuen. Sein Pikachu ist immer da gewesen. Was mittlerweile wahrscheinlich Level 3 Millionen sein müsste. Und trotzdem die simpelsten Sachen nicht auf die Flöte kriegt. Beziehungsweise immer von irgendwelchen Gottheiten erschossen wird und dann wiederbelebt wird als Noob-Pokémon.
Und dann, ja. Weiß ich auch nicht, fusioniert Ash irgendwie mit einem Quajutsu und schmeißt Rasen Shurikens. Das, so lief der Anime übrigens wirklich. Und jetzt, wie es jetzt läuft, Ash ist auf Hawaii und ist ein absoluter Crackhead. Geschützt rein, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, kommst du ein bisschen näher, dann muss ich nicht nach außen rum. Gib mir deine Wow, okay. Chill. How about you chill? Oh, jetzt mal. Jetzt nehmt ihr es aber ernst. Alter, jetzt nehmt ihr es mir aber. Ach, fuck you. Ach, fuck you. Ach, fuck you. Einen Angriff kann man noch raushauen. Ja, vor allem so. Oh, Zunder, danke. Guter Hund. Richtig zünd's an. Ja, richtig brenne. Brr. Ich kann's kaum erwarten, bis Zunder flammen wird. Oh, fuck you. Burn. Zunder, was machst denn du? So viel! Alter! Komm, wir schmeißen mal Katschupi rein. Wehe! Okay. Ich weiß nicht, also... Leute feiern ja die neue Pokémon-Staffel und ich sitze hier und denke mir, Alter, warum sieht Ash aus wie ein absoluter Crackhead? Das ist so eine Sache immer. Dieser drastische Stil einfach. Weißt du, in jeder Season haben sie sonst immer nur seinen Hut gewechselt, aber jetzt irgendwie haben sie alles an ihm geändert. Was meine Theorie, dass Ash eigentlich nur ein Traumapatient ist, eigentlich noch was ganz anderen Sinn gibt eigentlich. So, nächste Etage. Ach, fuck! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Another one bites the Nebu. Fuck off. Ich wollte den Part beenden. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.